Einzige, das noch fehlt, ist das Window. Und das ist auch schnell da. Jetzt also früh der Pull zusammen mit dem Sigma Flux. Und da haut jede Menge Damage rein. Die Lamp hält den Teammitglieder erstmal am Leben. Aber ja, jetzt entscheidet man sich auch selber, das Flux noch zu committen, nachdem die Transcendence eben vorbei ist. Und Baru jetzt wirklich sehr aggressiv wieder drin. Ne? Jetzt wird der Boss direkt noch reingeworfen. Academy investiert hier wirklich ziemlich viel in den Fight. Jetzt ist es eben an Momo, das Ganze hier, die ganze Farmers hier rauszunehmen. Aber die Anti, die sitzt dann, da kriegt man direkt den Pick. Und das bedeutet kein Hitscreen mehr. Und da kommt der zweite Pick und das wird kein Draw. Das kann ich dir schon mal sagen. Das sind nämlich drei Picks hier schon zu Martin. Schön auch rausgenommen. Die beiden Supporter natürlich alles versuchen, um da irgendwie was gegen zu tun, aber das wird schwierig und nicht mit diesem ersten Headshot von Helena. JWS fällt allerdings ebenfalls, der Nano kommt trotzdem noch raus. Jetzt Martin in der Backline versucht mehr zu kriegen, nimmt hier alles raus, durch vieles an Heilung, das jetzt nicht mehr auf dem Feld ist für Unique Esports Academy. Und obwohl hier Momo nochmal den Double Kill kriegt, weiterhin Selbstbots am Pushen, ist es nur noch Fede hier auf dem Punkt, der wird jetzt down gefokust. Fede Schiebko hat jetzt ja auch schon, glaube ich, mental aufgegeben hier mit dem Hole Hog. Über die Brücke gelaufen und Helena holt sich ein Pick nach dem anderen. Und uff, das ist jetzt hier wirklich die Shooting Range fast. Und kam nochmal kurz dran für eine Sekunde, aber ja, das wird jetzt schon wieder schwierig werden für die Frankfurter. Der V-Mac kommt noch durch. Die Primal Rage auch, aber Simi wird direkt down gefunden. Das Last Dragon jetzt mit dem Nanoblade am Start. Man muss da wirklich alles jetzt in diesen Fight reinschmeißen, um den halt nochmal zu holen. Findet aber drei Picks. Auf der anderen Seite ist das Blade ready. Keine Werk dazu. Aber Damage Boost alleine könnte auch was tun. Ja, natürlich, aber auch kein Nano Boost. Jetzt kommt das Teil direkt rein und der nimmt direkt Käse raus. Damit will ich schon fast. Oh, Quadruple Kill mit einem Dash! Und er kommt direkt das Flux auf beide Tanks. Und trotz der Transzendenz wird Slan da rausgenommen. Das bedeutet nur noch der Off-Tank, nur noch Shadow hier am Start. Und jetzt kommt die Barrage von Last Dragon. Die kriegt jede Menge hier raus. Flong jetzt am Start, musste schon die Nate einsetzen. Das bedeutet, die Anti-Connected nur auf Simi. Und ich habe immer noch Leute hier auf dem Punkt. Slan mit dem Nano-Boost spielt schön um seine Bubble rum, kann am Leben gehalten werden. HDK kriegt mit seinem Heim leider nichts raus. Last Justice mit dem Final Blow auf Flong. John Bishop holt sich Slan und damit holen sich die Frankfurter diese Map und damit das ganze Match und ziehen ins Halbfinale ein.